Allererstes will ich euch einmal kurz meine Ausstattung zeigen, was ich heute so anziehe, um halt ins EMTB-Gelände zu gehen. Mein Name ist Matthias Faber, ich bin von E-Bike TV, Sportwissenschaftler, E-Bike-Journalist und begeisterter E-Biker. Und wir sind hier in so einem Gelände, wo so ein E-Enduro oder E-MTB oder Downhill-Track ist. Und da möchte ich als allererstes das Fahrrad einmal einsetzen. Natürlich umziehen. Und heute ist so, ja, um 0 Grad, Schneeregen ist angekündigt und ich will ja nicht frieren und ich will natürlich sicher sein. Deshalb will ich mir natürlich eine warme Klamotte anziehen und aber auch Protektion haben. Und als allererstes benutze ich da, das finde ich ganz clever, von Ergon gibt es so einen Protektionsrucksack, der ist ein bisschen wie eine Weste, hat aber die Möglichkeit hier hinten halt mit so Reißverschlüssen da Sachen wie Telefon oder Schlüssel oder vielleicht ein kleines Getränk oder so reinzutun. Ist halt so eine Mischung aus Weste und diese Bauchgürtel, die man heutzutage hat. Als nächstes ziehe ich Handschuhe an, ganz klar. Ich benutze ganz gerne so ganz dünne, ganz leichte Handschuhe. Das sind hier welche von Fox. Die sehen aus wie so OP-Handschuhe, schmiegen sich total an, haben innen drin so ein Kunstleder. Das einzige Problem ist, wenn es richtig doll regnet, dann funktioniert dieses Kunstleder nicht mehr ganz so gut und die Hände fangen an zu schwimmen an den Griffen. Da muss man sie ausziehen. Das nächste, was ich benutze, einmal natürlich einen Rucksack, wo ich meine Sachen alle reintue. Ich habe hier auch von Ergon den BP4 Rucksack, der eigentlich groß genug ist, um alle meine Sachen zu transportieren. Dann als Protektion ziehe ich, nachdem ich halt den Rückenprotektor angezogen habe, Knieschützer an. Da benutze ich welche von Fox im Moment. Die zieht man halt ganz normal über das Knie und haben halt diesen Schaum, D30 Schaum und aber auch diese Plastikkabel, dass wenn ich halt hinfalle, ich halt über den Boden rüberrutschen kann, rutscht das Plastik und der Schaum verhärtet sich. Auch ganz gut ist, dass die innen drin so einen gummierten Zug haben, dass der eigentlich nicht so verrutscht. Da es ja kalt ist, hatte ich ja gesagt, will ich auch nicht frieren. Und dazu ziehe ich mir obenrum eine Jacke aus der Endura-Serie MT500 an. Das ist die Freezing, heißt sie, glaube ich. Ist eine super Jacke, die hält da total warm, vielleicht bis so minus 5 Grad. Da muss man vielleicht doch was anderes anziehen. Hat halt alle Features, die eine gute Jacke haben muss. Vorne große Taschen, was ich natürlich ganz geil finde. Hier an der Seite auch nochmal die Möglichkeit, das zu öffnen, dass wenn man vielleicht länger unterwegs ist und stark schwitzt und die Wärme doch ein bisschen abgeleitet werden muss, dass man das aufmachen kann. Super Ding. Und natürlich super, eine super Passform. Dazu die passende Hose. Auch MT500, aus der MT500-Serie. Auch Freezing ist halt auch so ein bisschen, ja, mit diesem Primaloft-Zeug da drin, funktioniert super, hält warm. Der einzige kleine Nachteil ist an dieser Hose, der hat keine Gürtelschlaufen. Und ich hätte es ganz gerne gehabt, dass ich mir einen Gürtel drum machen kann, dass die Hose auch da bleibt, wo sie bleiben soll. Ist aber sonst auch clever gemacht. Hier oben sind so auch so gummierte Sachen. Hält eigentlich. Okay, dann habe ich Schuhe. Ich bin jetzt von welche von Specialized. Das sind die 2 FD. Keine Kriegis, sondern für Flat Pedals. Ist eine Riesendiskussion. Kann man sehen, wie will. Ich fahre Flat Pedals. Und das Letzte ist, benutze ich halt jetzt gerade im Winter halt diesen Girohelm, der die Möglichkeit hat, hier vorne auch noch einen Mundschutz dran zu machen. Und der hat den Vorteil, dass er natürlich schon runtergezogen ist, im Winter warm hält, hat zwar auch Belüftung. Und was ich natürlich sehr schätze an dem Helm ist, dass man die Kamera hier unter den Helm machen kann und dass das Visier halt so fest an den Helm integriert ist, dass die Kamera halt auch da gut dran sitzt und die eigentlich so belastet. Ja, das sind die Sachen. Jetzt ziehe ich mich um und gehe auf den Track. Einmal reingerollt. Das macht gleich. Das gibt gleich ein sattes Gefühl auf dem Track. Großer Double. Super. Angeholt. Ja, André, was war's? Hast du den Dreck weggemacht hier, oder? Dreck ist weg, oder was? Ja, wo willst du den Schnee auch hin tun? Wir packen da hin, dann kommt eigentlich das nochmal. Ja, okay, fangen wir da hin. So, Rucksack nochmal neu positionieren. Heute kommt sowieso keiner. Komm.